Wir sind im letzten Part genau hier stehen geblieben und deswegen spielen wir auch nahtlos an der Stelle weiter. Ich habe jetzt offscreen keine weiteren Nebenbeschäftigungen ausgeführt. Das heißt, frisch die Folge hochgeladen und mir ist aufgefallen, ich habe gedacht, die Leute sagen zu Lila Hannah, aber Poppy ist ja die, die in dem Spiel Hannah genannt wird. Ist mir jetzt gerade so beim Schneiden des Videos aufgefallen. Aber gut, das nur mal ganz so beiläufig erwähnt. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, anscheinend gibt es ja auch erstmal nur einen Weg. Wir sollen nach unten. Die Destination ist auch gar nicht so weit weg. Ja, ich gehe trotzdem erstmal hier nach oben. Vielleicht haben wir hier irgendwo eine Truhe. Weg zum Äther-Kontrollraum. Oder wir müssen sogar hier lang. Dann ist bestimmt die Tür da hinten verschlossen. Ja, sie ist abgeschlossen. Und ich frage mich auch immer noch, wir haben noch in einer der letzten Folgen einen sogenannten Kontrollraumschlüssel bekommen. Das war zwar in einem völlig anderen Gebiet, aber da frage ich mich auch. Aha. Haben wir schon mal eine kleine Abkürzung geschaffen. Da frage ich mich aber trotzdem, wofür dieser Schlüssel überhaupt gebraucht wurde. Und auch das ist von der anderen Seite verschlossen. Vielleicht muss ich hier nach unten jumpen. Ich versuche erstmal die Kampf-Area da unten zu meiden. Der Äther-Kontrollturm. Die werden ja wohl nicht gegen uns kämpfen wollen, wa? Ach, uns fehlt einmal Durchhaltevermögen, Käse. Da hätten wir bestimmt das Ding hier weghauen können, wa? Da ist eine Leiter. Und auch hierfür brauche ich einen Schlüssel. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Kollegen, den wir vielleicht haben, dass die bekämpfen muss. Ich hoffe nicht. Wir gehen erstmal weiter. Ich meine, solange wir noch neue Orte finden und entdecken, ist das ja alles in Ordnung. Ach, verstehe. Mit der Äther-Kontrolltafel lassen die bestimmt diesen Turm hier nach oben, dass ich nach drüben kann. Und dann ist drüben vielleicht der Weg zu dieser Tür, die dort verschlossen ist, wa? Könnte hinkommen. Okay, dann Kommando zurück. Und ab nach unten. Oh, und die Musik ist auch so episch. Okay, es war noch kein Schlüssel, das war nur ein ganz normaler Abgraspunkt. So, und hier unten ist auch nichts. Ja, wir haben ja also sehr, sehr große und weitläufige Treppenräume, aber nichts verstaut. Keine interessanten, coolen Verstecke, keine Schatztruhen, kein nichts. Ja, also ist da irgendwas drin oder ist das nur eine Lichtbrechung von irgendwo? Wir werden es nicht rauskriegen. So, und auch hier ganz viele Truthahns, die aufpassen und bewachen. Und vor allem, was haben denn diese Hasids hier zu erledigen? Ein Fakt-Hasid. Ein Abfakt-Hasid. Gut, lassen wir die mal am Leben. Ja, solange die uns nichts tun, tun wir denen auch nichts. So, und hier kann ich nicht rein. Ja, ich denke, das ist für Kinder auch eh nicht ganz so gut, da einfach reinzulaufen. Und auch hier kann ich nichts bewerkstelligen. Aber irgendwo muss eine Truhe sein. Oder auch nicht. Vielleicht bin ich auch gar nicht auf der Suche nach einer Truhe, sondern vielleicht muss ich ja irgendwo tatsächlich einfach nur jemanden besiegen, der diesen Schlüssel droppt. Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht wirklich irgendjemanden besiegen muss. Aber der Typ da hinten, ich meine, der ist doch auch so auffällig. Warte mal. Ich gehe mal zu dem. Und ich habe festgestellt, dass ich da gerade nicht hochspringen konnte. Das heißt, wir müssen noch einmal diesen mühsam langen Weg rumlaufen. Dann werden wir den Truthahn dort besiegen. Und dann mal gucken, was dann passiert. Oder muss ich irgendwo einen Knopf drücken? Normalerweise fällt das ja auch auf oder wird auf der Karte angezeigt, wo wir hin müssen.
Raksho Raksho? Hat er gerade Raksho Raksho gesagt und meint er den Namen? Oh, wir haben ja auch eine andere Kampfmusik. Sehr nice. Mal ein bisschen Abwechslung. Nee, der hat ja da überhaupt nichts fallen gelassen. Aber dann bin ich hier doch falsch. Ich meine, was soll man machen? Es ist dann nicht so, dass wir uns das jetzt aussuchen können. Das heißt, ich muss die besiegen, einfach nur in der Hoffnung, dass die wirklich dann diesen Schlüssel haben. Aber ich glaub's nicht. Ach, wenn die Kämpfe mir doch nur etwas mehr bringen würden als diese läppischen Erfahrungspunkte und die Items. Ich meine, wir haben jetzt eine Novizenarmschiene gefunden. Aber die bringen mir ja auch nichts. Die bringen mir ja nur was gegen stärkere Gegner. Und der hat auch nur Geld bei sich. Ja, ich glaube, wir kämpfen gerade völlig unnötig gegen die. Aber wir haben es ja bald geschafft. Ein Kernkristall. Es wäre schön, wenn das Spiel langsam mal anfängt, uns ein paar mehr Sachen zu geben, als diese normalen Kernkristalle, dass wir so ein paar selten haben. Das wäre ziemlich cool. Ich kann nicht glauben, dass wir hier echt nichts finden. Das ist doch komisch. Oder ist hier in den Gängen irgendwas versteckt? Naja, werden wir gleich sehen. Also wenn die jetzt auch besiegt wurden und die auch nichts haben, dann müssen wir den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Hilft ja nichts. Konzentrierstandener. Sag mal, wieso ist das eigentlich so, dass die Japaner oft bei irgendwelchen Wörtern immer so ein E hinten ran klatschen? Das fällt mir immer auf, wenn die den Namen Rex sagen. Dann sagen die ja nicht einfach nur Rex. Ja, die können ja das bei dem X nicht belassen. Die sagen ja immer Rexa oder Rexe. Ganz seltsam. Und ich find's auch eh komisch, wenn ich mich da an diese eine Bartszene zurückerinnere. Ja, wo Nia. Und? Ach, nee, haben wir ja auch nichts. Mist. Haben wir also wirklich hier völlig umsonst gekämpft. Als Nia noch zu Mythra meinte, a nice body. Ist ja auch komisch, oder? Ich meine, wieso sagt ihr das auf Englisch? Die quatschen die ganze Zeit Japanisch und bei sowas haut sie einfach mal so eine englische Floskel raus. Seltsam. Aber hier ist echt nichts. Oh, ich hoffe, ich habe mir nichts übersehen. Nicht, dass hier wirklich irgendwo in den Gängen so eine Truhe versteckt ist. Nee, sieht nicht so aus. Ja, dann nochmal Kommando zurück, muss ich nach oben. Aber kann doch gar nicht sein. Ich meine, der Weg hier unten, der muss doch irgendeine tiefere Bedeutung haben. Ich weigere mich zu glauben, dass hier nichts ist. Nur mit einem Schlüssel. Oder sagt nicht, ich muss das Ding jetzt hier weghauen. Dass ich noch irgendjemanden brauche, der Durchhaltevermögen hat. Na, ich bin da eigentlich jetzt kein Freund davon, zu gucken, ob wir irgendeine
Klinge in unserem Team haben, der uns hier aus der Misere helfen darf. Na, das ist dann irgendwie auch mal so ein bisschen ätzend. Jetzt hier mühsam sich die Klingen anzugucken, ob da irgendjemand Durchhaltevermögen besitzt. Sie hat Konzentration. Elektroelement, Infosammeln, Wasserelement, altes Wissen, Ritterlichkeit. So, hier oben, dass der das hat, war klar. Durchhaltevermögen. Schlösser knacken. Insektenkunde. Das war's. Nee, hat keiner. Das ist ja echt Käse. Ah, komm schon, denn keiner Durchhaltevermögen? Irgendeiner? Irgendeiner? Oh, Bergungstechnik. Zumi könnte ich noch benutzen, falls ich nochmal irgendwie Bock habe, auf Farming-Tour zu gehen mit dem Goldfarben. Reiselust. Nee, kannst du knicken. Wir haben hier keinen, der die Fähigkeit hat, nochmal Durchhalte von mir. Das ist aber auch krass, oder? Dass nur eine einzige seltene Klinge überhaupt in der Lage ist, mit dieser Fähigkeit irgendwas zu reißen. Aber hier komme ich an der Stelle auch nicht weiter. Das heißt, es ist für mich völlig unmöglich, hier was zu machen. Keine Chance. Das kann also auch schon mal nicht das Rätsels Lösung sein. Naja, das könnten wir höchstens die ja noch besiegen. Vielleicht haben die ja noch irgendwas. Ingenieur Trutan. Ist der abgehauen? Ich dachte gerade, der verzieht sich jetzt so. Wir müssen da so hinterherlaufen. Der haut echt ab. Hä? Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem Trutan los? Wie von der Terratte gestochen, Alter. Ja, der macht's richtig. Der ist immer schön mobil, dass wir ihn noch gar nicht treffen können. Ach, tatsächlich. Wir kriegen jetzt echt durch das Besiegen eines Ingenieur Trutans, den Ether-Tankschlüssel. Ja, kannst ja nicht wissen. Das hier auch genau, und vor allem die gucken zu. Die gucken zu, wie der hier besiegt wird. Ja, und damit kommen wir auch nach drüben, okay. Ja, da hätten wir uns eine ganze Menge Zeit und Ärger sparen können. Aber man muss ja nicht alles wegschneiden. Der Wunsch bestand ja, ja, ich will alles sehen, ich will alles sehen. Also sehen wir auch diesmal alles. Oder könnt ihr ja selber entscheiden, ob das eine Kuh gewesen ist oder nicht. Normalerweise würde ich tatsächlich dazu eher neigen, diese ganzen Sachen wegzuschnippeln. Aber gut, haben wir es mal mitgenommen. So, was haben wir hier? Wir haben hier weitere Gerätschaften, die sehr, sehr beeindruckend aussehen. Und ich finde es auch mega beeindruckend, dass so eine ganze Lagerhalle... Ja. Ja, jetzt nicht erbaut wurde, aber bewacht und kontrolliert wird von irgendwelchen Truthahns, die überhaupt keine Hände haben. Ich meine, die haben nur irgendwelche Flügel. Dass sie überhaupt so einen Stab in der Hand halten können, ist schon eine faszinierende Leistung. Ja, das Spiel will mir doch nicht weiß machen, dass hier die Schalter betätigt werden von Truthahns. Die müssten ja alle ohne Fehler rumlaufen. Ja, wer YouTube-Videos kennt. Mit Maschinen, der weiß, was passiert, wenn man da irgendwie zu viel Federn am Körper hätte. Der reißt das schon, wenn du ein lappiges T-Shirt anhast und dann wirst du manchmal in so einer Maschine gesungen. Die armen Kerle. Aber gut. So, hier ist eine Tür. Der Überwachungsturm. Oh, hier ist keine Schatztruhe. Damit habe ich jetzt aber voll gerechnet. Ich meine,
so ein auffälliger Raum ist doch normalerweise bestückt mit irgendwelchen kleinen Geheimnissen in Form einer Schatzkiste. Oh, und ich bin so dankbar, ich bin so dermaßen dankbar, dass wir nicht gegen die alle hier antreten müssen. Jetzt stellt euch vor, man müsste hier Schritt für Schritt und Kampf für Kampf durch die Gegend laufen. Und der sieht auch so aus, als müsste man ihn besiegen, weil er irgendwas Cooles hat. Alter, schaut mal die Waffe. Schaut euch mal bitte die Monster Hunter Waffe an. Ja, wir gehen das mal nach oben. Ich habe übrigens mir noch kein Bild gemacht von den ganzen Räumlichkeiten. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, ob ich irgendwas übersehen habe. Ich gehe erstmal den Weg lang. Da ist eine Truhe. Noppon-Quartier. Temini. Tagchen, wie ist es? Fragen die uns. Temini. Schon lange keine Gruppe Freunde mehr gesehen. Nur Noppon oder Trutan. Seltenes Ereignis. Oh, schaut mal. Die müssen da schlafen auf dem Holzboden. Na, immerhin haben die Holzboden. Die hätten ja auch auf Stein schlafen können. Also alles in Ordnung. Freunde hier, um Timmy über Weltgeschehen zu informieren. Über neue Entwicklungen in Politik und Mode. Ja, ganz bestimmt. Wir müssen extra nach Moade gekommen, um lecker Schmeckerzutaten für neue Saftkreationen zu suchen. Aber Timmy mir komplettes Katsching bei Röhrenturme-Spiele. Sehr gut, Glücksspiele. Gibt's ja sowas wie eine Glücksspielabteilung? Oh, das wäre auch ziemlich cool. In der Alba war nicht verloren, ist und verschuldet hoch 10. Truthals haben Temimi von Dr. Samusang Angebot gemacht und Essen, Kleidung, Bett wird alles gestellt. Aber nun, Temimi geplagt von schlechtem Gewissen, sucht jetzt lieber weiter in Worden nach seltener Zutat und bringt sie dann Geschwisterporn in Argentum. Danke fürs Gespräch. Vielleicht Geschwisterporn von Temimi ebenfalls in Schwierigkeiten suchen? Falls Freunde Geschwisterporn sehen, unbedingt Hallöchen, Pöpöchen sagen. Das war's. Sag mal, war das dieser eine Noppon, den wir auch schon mal woanders gefunden haben? Es gibt ja oft die Situation, naja, oft ist übertrieben, aber ab und zu, wenn wir in irgendwelchen Städten sind oder Gegenden, dass da ein Noppon lebt, der genau so eine Trophäe über seinem Kopf hat. Und immer, wenn ich den anquatsche, ist der auf einmal weg. Ich denke immer, dass das sind so Schnipseljagden, wo man einfach immer hinterhergehen muss. Und auch hier kriegen wir nur einen läppischen kleinen Kernkristall. Bringt uns gar nichts. Hier könnte ruhig mal ein Seltener drin liegen. Und wir kriegen wieder irgendwelche Verstärker. Och, die Ärmsten. Ich kann die auch gar nicht liegen sehen. Guck mal, diese kleinen Flauschkugeln. Kann mir doch keiner erzählen, dass ein Noppon so schlafen geht. Das geht auch gar nicht. Die Ärmsten, die kommen doch nie wieder hoch. Ja, den Schatz nehmen wir auf jeden Fall mit. Feuerabwehr. Ja, da könnt ihr schon mal wissen, was gleich kommt. Wir kriegen doch auf keinen Fall umsonst einfach irgendeine Feuerabwehr. Das wird bestimmt zu einem Bosskampf führen, der Feuerattacken macht. Und der Weg ist doch ziemlich weit weg. Na, Superkräfte müsste ich haben. Hä, warte mal. Hat nicht Poppy Superkräfte? Ach, die ist ja gar nicht bei uns. Was auch eh keine Rolle spielt, denn dadurch, dass wir sowieso kein Durchhaltevermögen haben. Und es scheint so zu sein, dass alle Türen durch die Bank weg immer von der anderen Seite abgeschlossen sind. So, hier kann ich auch nichts drücken. Hier kann ich ebenfalls nichts betätigen. Ich glaube, hier gibt es auch eh nur Schätze. Gut, dann gehe ich mal nach hier unten. Okay, wir müssen nach oben. Wir müssen unbedingt nach oben. Die Kameraführung hat uns ja eindeutig gezeigt, wo wir hin müssen. So, die sollten ursprünglich den Turm bewachen, aber die Aufgabe völlig verfehlt. Und auch hier
schau mal, wie riesengroß die Räume hier sind. Und hier steht nichts drin, hier. Einfach so irgendwo am Rand hat man sich den Luxus einer sehr gut erhaltenen Ledercouch gegönnt. Ballaufsatz. Ja, mit denen könnte ich auch zocken. Denn so ein Aufsatz verstärkt ja auch nochmal die Attacken. Ist vielleicht ein bisschen besser als irgendwelche anderen Items, die ich sonst so habe. Ich spiele ja immer mit erhöhtem Auto-Angriffsschaden. Aber durch diese Aufsätze kannst du ja auch nochmal prozentual ein ordentliches, ja, mehr an Schaden rausholen. Und auch hier von der anderen Seite abgeschlossen. Wieso denn das? Wieso komme ich denn da nicht weiter? Kompletter Irrgarten. Wichtiges Item. Über künstliche Klingen. Nein, das Ding ist runtergefallen. Warum? Na, ah, Fokus ausweichen. Hätte ja irgendein Kernkristall sein können. Na dann, gucken wir uns doch mal das wichtige Item nochmal an. Der Bericht ist kaum noch zu entziffern. Schaltet neue Teile für Poppy frei. Na dann hat es sich ja doch gelohnt, hier nochmal abzugrasen. Ne, und hier kriegen wir Erdabwehr. Dann ist das doch nicht so eindeutig herauszufiltern. Muss ich da jetzt rein? Nee, oder? Also wenn ich hier rein muss, dann muss ich da bestimmt erst später hin. Ist ja nicht so, dass ich mich... Nee, da bin ich tot. Naja, das könnte man meinen, wenn ich außen lang laufe, kriege ich schon irgendwie hin, wa? Boah, ich trau mich nicht. Na, wir haben doch hier eine Eisfrau. Kann die nicht dafür sorgen, dass das Feuer einfach ausgeht? Alter, nein, wir kriegen sofort Schaden. Boah. Naja, wir könnten in der Mitte versuchen, stehen zu bleiben, dass wir keinen Schaden kriegen. Warte mal, pass mal auf. Hier zum Beispiel. Naja, also funktioniert zumindest. Es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier hinten hin müssen. Und ich glaube, nach dort hinten kommen wir gar nicht, wa? Ja, keine Chance. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das war völlig unnötig. Na, ich hoffe, dass jetzt hier die Treppe zu irgendwas führt. Also zu irgendwas Wichtigem. Und auch hier abgeschlossen. Ey, das kann doch nicht sein, dass hier alle Türen nur abgeschlossen sind. Und ich nirgendwo hin kann. Und hier auch, wa? Natürlich, von der anderen Seite abgeschlossen. Wer hätte es gedacht? Na, ich sag mal so. Leute mit einem guten Orientierungssinn, die haben hier sicherlich keine Schwierigkeiten, durch die Kante zu gehen. Aber ich bin ja hoffnungslos völlig verloren. Rußwurz und Klebesand. Ach, da ist er. Und er möchte noch gegen uns kämpfen. Ja, darf er. Was war das? Was war das?
Ja, ich dachte, ich brauche mich hier immer auf Geist zu konzentrieren. Und wo starte ich jetzt? Wo sind wir jetzt? Nein! Ich bin wieder beim Anfang. Nein! Da haben die uns geplättet. Aber es war doch bloß eine Vierergruppe. Es war doch nur ein kleiner läppischer Fantasit. Was hat denn der gemacht? Dass ich K.O. gewesen bin. Und vor allem, wieso hat uns denn Nier nicht geheilt? Das waren da bloß vier Leute. Vier Leute. Oh, jetzt muss ich gucken, was ich den Weg wieder finde. Ich glaube, wir waren da hinten, wa? Ja, wir sind einmal da im Kreis gelaufen. Na, ich wollte eigentlich hier rüberspringen. Dann muss ich das anders machen. Dann muss ich versuchen, den wegzulocken. Vielleicht habe ich Glück und die anderen folgen dem gar nicht, dem Anführer. Ja, müssen wir testen. Bisher brauchte man dieses Rufen und Locken gar nicht so oft anwenden. Aber es lohnt sich, gerade bei auch so Gegnergruppen. Das bekommt man mit bei vor allem auch gleich starken Gegnern. Da ist das nie klug, in die Gruppe reinzurennen, weil die machen dich einfach platt. Sind ja auch nicht blöd. Die greifen ja auch immer nur eine einzige Person an und dann bist du weg. So, hier, warte mal. Ach doch. Die kommen trotzdem alle. Ja, schönes Ding. Jetzt haben wir auch schön verpasst. Boah, ich brauche Heilung, wa? Das schaffen wir schon wieder nicht. Und wisst ihr warum? Weil Nier nicht perfekt in der Lage ist, uns zu heilen. Da hat man gesehen, dass es wirklich überhaupt nicht intelligent ist. Warte mal. Die sollen gefälligst hier den gleichen angreifen. Das bringt ja auch keine Punkte, dass die irgendjemand attackiert, den ich nicht attackiere. Bringt gar nichts. Gerade in einer Zweiergruppe. Aber um den Gedanken noch zu Ende zu bringen. Es ist, wie auch schon in den Folgen zuvor, die Strategie, die man hatte. Es ist eben schon klug, dass Nier ausschließlich mit Heilkling kämpft, dass sie wirklich kontinuierlich immer uns heilen kann. Und wir kriegen den Short-Schlüssel. Denn was ist jetzt gerade passiert? Man hat gesehen, sie hat halt mit dieser Erdklinge gekämpft, dieser große, schwarze, dunkle Typ. Und der kann ja nicht heilen, der kann da nur angreifen. Das ist ja ein Angreifer gewesen. Und wenn Nier natürlich bei dieser Klinge auch bleibt. Boah, Soldatenring in einer epischen Variante. Ja, und wenn eben Nier bei dieser Klinge bleibt, dann haben wir ein Problem. Vielleicht sollte ich auch dafür sorgen, dass... Ja, warte mal. Ich glaube, das liegt eher daran, dass ich sie auch so blöd ausgerüstet habe, dass sie eben auch dann mit dieser schwarzen Gestalt anfängt. Keine gute Idee. Ja, ich mach das mal so. Ich denke, es ist besser. Wenn die Kämpfe schon starten mit ihr so als Heilerin, dann ist das auf jeden Fall besser. Ja, musst ja wissen. Dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich hier einfach mal so K.O. gehe. Naja, es ist die Tür geöffnet, aber muss ich da auch lang? Ist das der Weg zum Ziel? Also laut Destination-Punkt auf jeden Fall schon. Oh ja, das sieht aus wie eine Kampfarena. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was die beiden Typen aus der Batcave draus gezaubert haben.
Wir sehen irgendeine grüne, gallertartige Suppe. Na, die haben bestimmt eine Riesenmaschine. Namens Rosa. Das ist Rosa? Die Mucke. Die Lage ist auch geil, da von Banner. Sakura. Okay, zu der sagen sie Sakura. Das heißt also rosa übersetzt. Interessant. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir zu zweit überhaupt eine Chance haben. Meister Kombo durften wir trotzdem schaffen. Ich habe keine Ahnung, warum der noch weiter quatscht. Aber gut, solange er nicht angreift und wir attackieren können, soll er quatschen. Und der quatscht, Alter, in einer Tour. Oh, steh auf, steh auf. Ach, wir können zwar ein Meistersiegel draufbringen, aber das, was wir nicht schaffen werden, ist ein Elementbruch. Oh, das war schon. Das war aber sehr kurz. Na, hallo? Minasan, watashi ga otori ni narimasu. Sono suki ni. Iie, sore wa Hana no yakume desu mo. Oh, guck mal, sie leuchtet. Der hat ein Upgrade bekommen. Dora, Hana. Hana? Sugoi energi. Nee-sama no okage desu mo. Hat Poppy jetzt die Fähigkeit, sich in Lila zu verwandeln? Ja, aber unter Kontrolleinfluss. Hana, もう一つ頼みがあるも 私たちのたくさんの妹たちを 救ってみせますも Hana の使命ですも よかったも あとは私にできることを Kraft absorbieren bestimmt. Hana. 私をスターターにして。そうだったも。花のエーテル炉は菊の試作型エーテル炉のパワーで転化できるも。姉様、そんなことして菊は平気かも。せめてもの罪滅ぼし。私の命の炎で。 Flammen ist gut. Nimm Flammen von Lila. Der QT-Modus. Was macht sie?
Ja, sie verwandelt sich. Ach, und vor allem, das Geile wäre auch, wenn sie jetzt vom Typ Blitz ist, wäre es das Beste, was passieren kann. Weil genau das brauche ich nämlich auch. So, und jetzt sieht die Sache doch schon ganz anders aus. Kann ich mir das nochmal angucken? Austreten? Nein, auf keinen Fall. Wir wollen nicht austreten. Wir beschädigen das Ganze. Und dann geht's vorne los. Wir müssen mal darauf achten, was er macht. Er macht Hitzeschub. Dann ist sie vielleicht doch kein Blitzelement. Aber sie kann wechseln. Sie kann tatsächlich genau wie wir jetzt wechseln. Weil jetzt ist Poppy wieder in ihrer Standardvariante. Ich glaube, ich gehe mal auf Wasser und dann auf Wind. Na, vor allem passt ja auch. Ein Rückwurfsiegel. Ach, ich hab ja vergessen, ich hab ja gar nicht mehr Lob ausgerüstet. Ja, es war ein Fail. Ich hab warum auch immer jetzt gedacht, ich habe selber eine Windklinge. Schönes Ding, können wir nochmal direkt von vorne anfangen. So, mal gucken. Eis und dann Klingfesselsiegel. Ja, dann gehe ich wieder auf Eis zurück. Damit wir hier zumindest in dem Kampf nochmal schaffen, irgendwie ein Siegel drauf zu hauen. Aber kriege ich ja auch gar nicht hin. Das schaffe ich unmöglich. Selbst wenn ich jetzt noch auf Stufe 2 komme, kriege ich hin. Vielleicht ja doch. Ja, guck mal einer an. Wenn du ganz fix durchwechselst, dann kriegt man das doch noch hin. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir hatten aber auch Glück, dass wir den in den Schwankzustand und in den Umwerfzustand bringen konnten. Weil das verlängert ja unsere Meisteranzeige. Ah, da hatten wir ein bisschen Schwein.
Das war zwar strategisch überhaupt nicht gut, was wir gemacht haben, aber vor allem wir. Ja, wir haben total schlecht reagiert. So, was nehmen wir denn? Ich habe mal gelesen, Blitz und Erde soll ja wohl ein Konterpart sein. Habe ich hier irgendwo Erde? Ach, spielt eh keine Rolle. Er hat nur ein Element, also es ist völlig egal, was wir wählen. Ich gehe mal auf Mythra. Na, scheint ja doch nicht so zu funktionieren, wa? Weil wenn Erde tatsächlich der Konterpart gegen... Ach, ich hab schon wieder auf das falsche Element geguckt. Gibt's das? Ich hab jetzt echt oben auf Blitz geguckt und gar nicht auf das riesendicke, fette Symbol unter dem Namen Rosa, dass wir ja ein Eiselement drauf gekauen haben. Ja, also manchmal... Ja, ich bin mal gespannt, wann das hier in Fleisch und Blut übergeht. Dass man so wirklich gar nicht mehr drauf achten muss und einfach so immer das Richtige drückt. So völlig automatisch. Ja, und wir hätten Boreas nehmen sollen. Das wäre viel, viel besser gewesen. Aber es hat für eine komplette Vernichtung ausgereicht. Das heißt, wir kriegen erhöhtere Ausschüttung von irgendwelchen Extra-Belohnungen. Ja, das ist teuer. Mehr Items, auch seltener Kernkristall, nice. Bana konnte abhauen, gibt's das? Dass der überhaupt so schnell laufen kann, den müssen wir doch easy einfangen können. Ey, sag mal nicht, Bana kann jetzt hier tatsächlich hinkommen. Never. Blitzkonter. Das gucken wir uns sofort an. Das ist natürlich sehr, sehr cool, dass wir jetzt hier einen neuen Charakter haben. Tatsächlich. Poppy QT. Oder heißt gar nicht QT, wa? Wenn das hier Alpha heißt, dann ist doch das hier bestimmt auch irgendwie, wird das bestimmt lateinisch-griechisch, keine Ahnung, ausgesprochen. So, aber erstmal der Blick auf den Harmoniering. So, mal gucken, was braucht sie? Hier reicht eine Erhöhung durch Vertrauensgewinn aus. Finde ich schon mal cool. Wir sollen Gemüsekategorien einsammeln und Klingtechniken einsetzen. So, was hat sie? Sie haben Blitzstart. Verkürzt die Wartezeit nach Klingenwechsel. Finde ich auch ziemlich cool. Attackiert bei ausgewichenen Angriffen, die gehen damit 160% Stärke. Na, ist sie jetzt auch so ein Blocker, ein Abwehrspezialist? Ja, sie ist Abwehr. Sie ist und bleibt Abwehr. Es ist aber trotzdem schade, dass wir immer noch keinen neuen Kollegen an unserer Seite haben, der auch so eine Art Beschützer oder Tank einnehmen kann für uns. Dass wir immer noch die gleiche Dreiergruppe haben wie am Start. Schon irgendwie komisch. Und Moi Moi, den müssten wir auch so richtig vermöbeln. Denn das ist ja der Typ, der den Opapon umgemuxt hat. Da bin ich mal gespannt, was er mit dem noch macht. Weil einfach so liegen lassen wollte ich ihn jetzt auch nicht. Warte mal. Ja, ich wollte schon sagen, bevor ich hier irgendwas übersehe. Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle, aber wenn wir jetzt eh schon mal in dem Menü sind, können wir auch direkt mal auf Klingen drücken und gucken, ob wir nicht irgendwas Schönes resonieren können. Wir haben ja gerade einen seltenen Kernkristall bekommen und warum den nicht auch benutzen? Wir haben ja sehr volle Mut- und Aufrichtigkeitsverstärker, müssen wir dann gucken, was wir nehmen. Bei Aufrichtigkeit hatten wir am meisten, dann versuchen wir unser Glück. Und ich glaube, ihr Diagramm ist auch nicht ganz so groß wie das von Rex. Ich glaube, bei Rex kann man ein bisschen mehr Punkte investieren. Also der hat eine höhere Gesamtpunktezahl, bin ich der Meinung. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir irgendwann noch eine dritte Heilerklasse bekommen.
Also eine seltene, wohlgemerkt. Ja, schade. Ein Angriffstyp, aber immerhin Stufe 3. Bringt mir das irgendwas? Nein, überhaupt gar nicht. Außer für Söldneraufgaben. Und ich glaube, ich habe auch schon lange nicht mehr bei den Söldneraufgaben reingeschaut. Aber die spannende Frage ist, was ist mit Bana? Bauchhafen. Der gute alte Bauchhafen. Hier sind Items, Sammelpunkte, nehmen wir auf alle Fälle mit. Ja, da erinnere ich mich sofort an alle Nebenquests. Und da steht er, warte mal. Vielleicht können wir uns ranschleichen. Das war's dann wohl mit dem Ranschleichen. Momomo! Omae ra tsukoi mo! Omae koso shibutoi zo! Jinkou Blade no seizou o yameru mo! Kore ijou jii-chan tachi no kenkyuu o akuyou sasenai mo! Sonna koto shitara ozon da mo! Kono projekto ni wa ippai toushi shite ru nda mo! Jaa teikoku gun ni hiki watashi chau kana? Kiku no yatta koto demo me o tsuke rarete ru darou shi? 他にもまずいことたくさんやってるんじゃない? Geek? Lex... お前、そんな悪どいやつとは知らなかったもん。 悪どいってどっちがだよ? 分かったもん。人工ブレイドの製造はやめてやるもん。 Und das war's? Wir lassen den laufen? Sind die irre? そいつにはまだ利用価値がある。 余計なことされると困るんだけど。 Bestimmt Torner, wa? Oh, wer ist denn das? Das ist bestimmt die, die immer auf Meisterjagd geht. Nee, kenne ich gar nicht. Doch. Satoiko. Mikahil. Ah,誰かと思ったらニア。義経から裏切ったとは聞いてたけど。 Oh, der Blick von der, die ist irre. イーラのドライバーだよ。取引相手がよりによってこいつらだったなんて。 こいつらとは随分な言い草ね。新参だったくせに。いいじゃないか、弁慶。Oh, habt ihr den Blick gesehen, als der ihr auf die Schulter gefasst hat? ああ、きっと。俺たちの未来を祝福して神様が。Das war klar. あんた、うざいよ。はーい。裏切り者は抹殺。聖杯はお持ち帰りね、サタ。 面倒くさいけど、任務だから。了解。 Okay, das könnte interessant werden. 光もニアも、俺たちの大切な仲間だ。思い通りにさせるもんか！ Da gibt's ja echt noch mal einen Kampf, krass. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich nicht wechseln? Das ist ähnlich wie bei dem Truhen öffnen. Manchmal stehst du vor einer Truhe, drückst unheimlich auf den A-Button und es passiert einfach nichts. Oh, und schaut mal euch bitte die Klinge an. Alter. Was ist denn das für eine Klinge? Und wieso ist Nia tot? Die haben unsere Heiler umgewuchst. Warum? Und Mythra guckt sich das in aller Ruhe an und guckt, alles klar, was kann ich machen? Den Felsen zum Einschutz bringen? Ach nee, sie kann gar nichts machen, weil ja in Höhlen ist sie ja machtlos, wa? Vielleicht sollte sie auf Pyra wechseln. Okay, der eine ist ein Tank, das der andere ist eine Angreiferin. あのクレーンの下限定ね。他は無理だと思う。オッケー。ならそこに追い込むか。 Warum unter diesem Kran?
die lassen sich nicht so einfach zurückdrängen. Oh, die kaiserliche Unterstützung ist da. Brighild, oder wie sie heißt. やれ。無茶はしないんじゃなかったか。成り行き上ね。助かったよ。炎飛行士。これはまた厄介なのが出てきた。メルフ。あいつらをクレーンの下まで追い込めないか。奴らの連携を崩せる策があるのか。うん。飛びっきりのね。了解だ。やってみよう。 Okay, kämpfen wir zusammen? Oh, die nehmen wir auf jeden Fall mit rein, natürlich. Die müssen wir mit reinnehmen. Aber für wen? Für wen? Oh, schwierig. Das ist jetzt verdammt schwierig, weil sie ist bestimmt eine Angreiferin. Und ich selber bin ja der Angreifer. Ich müsste mich selber austauschen. Darf ich das? Ich kann mich selber austauschen. Irgendwie will das aber nicht. Nee, warte mal. Ich verzichte mal auf Schutz. Wobei es auch nicht so intelligent war. Ach, was soll's. Komm, für diesen einen Kampf wird's wohl ausreichen. Ach, also ich bin auch immer wieder bei der falschen Person. Das ist auch wieder so ein Konzentrationsding. Ja, macht keinen Sinn, warte mal. Es macht ja keinen Sinn, irgendeinen Tank zu attackieren, der andauernd in seinem Schutzschild steht. Ach, der zwingt uns. Der zwingt uns, dass wir ihn angreifen. Deswegen. Alter, keine Chance. Hätten wir da ausweichen können? Ja, war keine Chance. Ich hätte vielleicht doch eher mit einem Alter 2300 keine Chance. Bei dem Kampf weiß ich tatsächlich nicht, was ich machen kann. Ich meine, das Ding ist ja, wenn ich sehe, der macht den Feuerangriff, dann weiß ich, ich darf da nicht stehen bleiben. Aber ich kann ja nicht meinen Kollegen hier sagen, du Leute, haut mal bitte dort ab. Das ist nicht gesund für euch, wenn ihr da drin stehen bleibt. Das machen die ja nicht. Die bleiben ja drin stehen und da sind die ja tot. Dagegen kann ich ja nichts machen. Ich kann nichts dagegen tun. Die bleiben stehen und werden attackiert. Das ist mein großes Hauptproblem. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie ich diesen Kampf überstehen soll. Es sei denn, ich setze halt irgendwie alles auf Verteidigung. Vielleicht muss ich auch Morak intelligent benutzen. Ein Weg ist es, mit Feuerabwehrmodulen zu kämpfen. Ich habe einmal Feuerabwehr 3. Das habe ich jetzt ihr gegeben, meiner Eisklingenkämpferin. Das heißt, wir kriegen jetzt 20% weniger Feuer. Aber ob das ausreicht, keine Ahnung. Dann habe ich Poppy. Ihr habe ich auch einen Elementschutz gegeben, dass sie auch Feuerschaden 20% mehr aushält. Da müsste aber leider auch dann die andere Form kämpfen. Ja, das ist echt schwierig. Und Nia, keine Ahnung. Sie muss ja eigentlich nur heilen. Aber der Schadensoutput, den die machen, der ist einfach viel zu groß. Ich kann ja auch nicht ausweichen. Ich kann diesen Attacken nicht ausweichen. Ich bräuchte irgendwas, entweder um den Schaden zu senken oder um die schneller platt zu machen. Lionel,
Und ich weiß auch gar nicht, was ich dagegen machen kann. Ich meine, die attackieren mich, hauen mich nach oben, dagegen bin ich ja auch völlig machtlos. Ihr müsst mal drauf achten, wenn ihr dann Feuerschaden macht, ob das, weiß ich nicht, ob wir da Hyos noch mal rauskommen oder nicht. Ah, und schon wieder, ich komme schon wieder nicht raus. Gibt's das, Alter? Keine Chance? Ich habe keine Chance? Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Was willst du denn dagegen machen? Was zum Teufel willst du dagegen machen? Nee, gibt's nicht. Gibt's doch einfach nicht. Oder sag jetzt nicht, ich muss selber die Rolle eines Tanks einnehmen, wo ich auch überhaupt gar keinen Bock hab. Ah, es kann ja nicht so schwer sein, das ist doch komisch. Ne, und sobald ich hier reingehe, geht auch sofort mit der Kampf los. Oder ich muss die irgendwie separieren voneinander. Aber wieso haben wir das jetzt überlebt? Verstehe ich nicht. Seltsam, also irgendwie ist der Kampf seltsam. Na, haben wir zumindest schon mal ein Elementbruch hinbekommen.
So, einmal können wir noch. Nein, hat doch immer viel! Nein, das gibt's doch einfach nicht! Das gibt's doch einfach nicht! Da sind wir echt gestorben, weil wir keine wieder mit dem Karten, Alter! Das geht gar nicht! Das geht gar nicht! Der war doch schon weg! Boah, der war doch schon weg! Och, ich könnte ja kotzen, Alter! Boah, das ist ätzend. Das ist mega ätzend. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, ausweichen ist das total dümmste, was du machen kannst. Es ist effektiver, wenn du einfach immer weiter drauf haust. Einfach stehen bleiben, auch wenn du im Feuer stehst. Völlig egal. Ist ja nicht so, dass du hier riesen ausweichen kannst. Du kannst zwar aus dem Feuerkreis rausgehen, aber es spielt da keine Rolle anscheinend. Dann nehme ich lieber die Gunst der Stunde und hau weiter drauf und sorge dafür, dass meine Anzeige oben links weiter wächst, dass ich mich danach einfach wiederbeleben kann, wenn das hier so funktioniert. Denn wir sind doch jetzt sehr, sehr gut durchgekommen und konnten fast nahezu problemlos denn die Lebensenergie abzwacken. Das ist doch komplett faszinierend. Also bloß nicht ausweichen. Dann versuchen wir es nochmal. Ja, perfekt, guck mal. So kriegst du richtig schnell die Energie aufgefüllt. Ja, dann machen wir es eben so. Ja, schaut mal, wie einfach das geht. Ist ja krass. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum das so am besten funktioniert. Und ich werde den Teufel tun, jetzt hier ein Elementprojekt zu machen. Auf gar keinen Fall. Ja, soll er sein Schild machen? Das ist komplett egal. Irgendwann hat er es gelöst. So, ich denke, das müsste jetzt ausreichen. Das müsste ausreichen, dass wir den jetzt besiegen können. Vorhin war es ja sehr knapp, aber da müsste er jetzt keine Chance haben. Und wenn wir jetzt wieder sterben, dann schrei ich mal richtig. まだまだ!
Ja, excellent. Nein! Ich hab zu früh gedrückt, scheiße! Oh, endlich! Er ist weg! Er wurde vernichtet! Oh, das war ein Akt. Jetzt heißt es erstmal durchatmen. Und ich habe keine Ahnung, warum Patroka jetzt auf einmal so verdammt schnell zu besiegen gewesen ist. Also war es doch besser, sie zuerst anzugreifen, aber es hat da vorhin überhaupt gar nicht funktioniert. Ist doch komisch. やつらを炎の壁で取り囲むぞ。かぐつちと炎の連携か。私たちは左から撃つ。あなたたちは右からお願い。わかりました。タイミング合わせますね。直後に光ちゃんが飛びます。剣の残存エネルギーに注意して。任せて。行くぞ。こいつら取り囲もってか。この程度。 ここから。どこ見てるの、サタ。花、カムカム。了解です。調子に乗るな。今だ。ドン。双炎拳。二の型。妙。ローリングスマッシュ。囲まれた。なら上から。 So schön. Ach, deswegen unter dem Kran war da einfach der beste Spot gewesen ist. Ja, Gamban den Rosso Kesan Mireta Kirigiri no Yoko. Sasuga Ten no Seihai. Doitta Tokoro ka. Oh, also die Kraft ist echt beängstigend. Und auch die ist verdammt sauer. Atashi no taisetsuna buki wo bukkoashi yagatte. Mou yuresan zo. Butsubushite yaru kara. Soko wa ugakuna yo. Alter, mit der ist irgendwas. Wer ist denn das jetzt? Irgendjemand, der die böse Macht anscheinend unterdrücken kann. Der kommt hier einfach so aus dem Hinterhalt. Wer ist das? So ist das. Arkedia no Ksobose. Indolinische Plage. Bögawari, ich so Benke. Zuckerna. このまま引き下がれるかよ。目的のブツはいただいてる。それにお前の身に何かあったら義経に顔向けできないから。話せ。そういうとこだ。
うざいってんだよ。はいはい、お仕置きは後で受けますよ。逃がすと思うか。何？あの船はモノケロス、隠れてたのか。メレフ、aber wie viel Power der Typ auch haben muss, überleg mal, du musst mal mit einer Frau im Arm einfach so hochspringen. Aber Indol, das sind doch, Indol ist doch die, die, ich dachte, das wäre so eine Stadt, die Kernkristalle reinigt. Fan, ja, ein Fan, Riesenfan. Ja, und was macht Jinzo? Alter, hier ist eine Klinge nach der anderen. Was ist denn hier los? Lora. Wer ist denn jetzt Lora auf einmal? Das war Kapitel 4, Aegis. Boah, ist einiges passiert. Da muss ich jetzt auch wieder gucken, wie ich das zusammenschneiden kann. Allein der letzte Kampf, der war ja auch wieder verdammt episch. Und immer wenn man denkt, hier kommt eigentlich gar nicht mehr so viel Neues. Aber auch das, was wir gesehen haben, lässt sich kaum in wenigen Worten zusammenfassen. Deswegen gibt es hier auch erstmal einen Schnitt. Ich muss gucken, dass die Folge vielleicht dann sogar noch am heutigen Tag als Doppelfolgenformat hochgeladen werden kann, weil ich muss hier weiter zocken. Und an der Stelle sei auch gesagt, ich find's mega cool, dass ich nächste Woche komplett Urlaub habe. Yes, das wird so abgefeiert. Jetzt krieg ich schon wieder Bock hier zu suchten. Ich ahne zwar schon Schlimmes, was dann als Nebentätigkeit auf mich wieder drauf zukommt, aber ich versuche schon, dass wir hier in dem Let's Play so gut wie alles auch mitnehmen werden. Aber der Kampf gerade eben, das war doch schon mal ein Hinweis darauf, wie kompliziert es später bei diversen Endbossen sein könnte. Also Endbossen im Sinne von Secret-Bossen oder Zusatz-Content-Gegnern, die jetzt mit der normalen Hauptstory nichts zu tun haben. Weil das war schon recht anspruchsvoll. Das muss ich mir auch nochmal angucken, weil ich habe wirklich nicht verstanden. Also meine erste Idee war ja da tatsächlich nicht den Tank zu attackieren. Warum auch? Er ist der Tank, er hat die meisten Lebenspunkte. War mir bewusst. Aber es hat nicht geklappt. Du hast die Dame attackiert und in der Zeit, wo die, oder wo man das Gefühl hatte, sie ist kurz vorm Besiegen, warst du selber tot. Ich habe das nicht verstanden, warum. Und der Feuerschutz, der hat hier auch gar nichts gebracht. Das hat hier null gebracht, diese 20%, die du vielleicht pro Klinge ausrüsten müsstest. Das ist eine Witznummer. Bringt gar nichts. Und dann hat es doch mehr gebracht, immer wieder zu attackieren, dass du im Falle eines eigenen K.O.s dich nochmal wiederbeleben konntest. Und dann sind wir ja im letzten Part nicht einmal gestorben. Oder sind wir da gestorben? Das ist doch komisch, oder? Dass du am Anfang, ohne dass du jetzt groß was geändert hast, sofort stirbst und dann im letzten Rundenpart du nicht einmal krepierst, obwohl du nichts anders gemacht hast. Ganz, ganz komisch. Also das muss ich mir nochmal angucken. Aber ich rede wieder viel zu viel. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder bei einer neuen Folge von Xenoblades. Und tschüss.